Hi und herzlich willkommen bei Luxer Gaming Stuff. Mein Name ist Dennis, ich bin euer Dungeon Master und heute sind wieder meine fantastischen MitspielerInnen und Gäste dabei. Sagt hi, fantastische MitspielerInnen und Gäste. Hi, wow. MitspielerInnen und Gäste. Es ist die zweite Folge der zweiten Staffel von Waterdeep Dragon heißt. Wir haben unsere Helden das letzte Mal verlassen, als sie in ihrer Kneipe ein wenig in die Luft gejagt worden sind und jeder für sich eine kleine Rückblende hatte, was in den letzten Monaten in Waterdeep bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Sie haben danach, nachdem sie wieder aufgerappelt haben, gemerkt, dass Physatra ein wenig schwerer verletzt war und von einigen Klerikern abgeholt wurde und ins Waterdeeper Krankenhaus gebracht wurde. Sie haben die Zeit genutzt, ein wenig herauszufinden, was auf der Straße passiert ist, und haben dort in den Trümmern einen Brief gefunden, den ein Mitarbeiter von Rayna Neverember ihnen geschickt hat, mit der Bitte, sich um das schwarze Netzwerk zu kümmern und um den sagenumwobenen Schatz von Waterdeep, ihn am besten zu finden, weil Rayna glaubt, dass das der Grund ist, warum das schwarze Netzwerk ihn so hart angeht. Und wir finden kurz die richtige Musik. Blicken nach diesen Ereignissen in den Zentralbezirk von Waterdeep, wo die meisten öffentlichen Gebäude sind und unter anderem auch das Waterdeeper Krankenhaus, dem in der ersten Etage in einem Mehrbettenzimmer eine bewusstlose Physatra liegt, die in ihrem ausgenockten Zustand ein wenig ihren Gedanken und Träumen nachgeht und eine kleine Rückblende hat, was in den letzten 3 Monaten passiert ist. Physatra, was ist nach der Befreiung des Klippenhauses bis zur Explosion in der Trollschädelgasse so passiert? Wie du es ja schon ein bisschen angeteasert hast, habe ich mit Niki zusammen ein paar Ermittlungen gemacht und vor allem haben wir uns in erster Linie versucht, darum zu kümmern, die ganzen überlebenden Kinder aus dem Klippenhaus zu vermitteln. Sei es an neue Waisenhäuser oder eben an Familien. Ihr seid im der Zentrale des Sword Course Intelligence Service und studiert wieder einmal Akten. Ihr habt sämtliches Material aus dem Klippenhaus katalogisiert, oder der Sword Course Intelligence Service hat dies getan, und du hängst mit Nicholas Cromley und Erica Exposition zusammen über Akten und geht einige Unterlagen durch. Und Nicholas Cromley kommt zu dir, sagt, Physatra, ich finde, in allen Ehren, ein gutes Unterfangen, dass du jedes einzelne Kind vermitteln möchtest, aber ich glaube, das übersteigt unsere Ressourcen und Kompetenzen. Ja, und was sollen wir mit den Kindern sonst machen? Willst du die einfach in den Hafenbezirk auf die Straße schmeißen, oder was? Nun, das Klippenhaus ist nicht das einzige Waisenhaus in Waterdeep. Vielleicht könnten wir da sie ein wenig verteilen. Erica habe ich schon damit beauftragt, die Plätze für die einzelnen Kinder zu finden. Habt ihr diese Waisenhäuser geprüft? Kannst du mir sagen, dass sie sicher sind? Mach mir bitte mal einen Inside-Check. Ja. I'm back, bitches. Es ist 2 plus 3, ist 5. Nicholas Cromley sagt, natürlich haben wir die geprüft. Für dich. Du siehst kein Anzeichen einer Lüge in seinem Gesicht, außer seine wirklich gut frisierten Haare. Ja, und wie lange gibst du mir denn noch Zeit fürs Vermitteln, bis wir die Kinder dann auf die Waisenhäuser aufteilen? Physatra, ich glaube, wir könnten unsere Ressourcen besser bündeln, wenn wir herausfinden, wer die Hintermänner der ganzen Veranstaltung sind. Ja, aber dann möchte ich bitte genau wissen, welches Kind wohin kommt, und möchte eine genaue Liste haben.
Und ich möchte, dass wir das regelmäßig überprüfen, wie es den Kindern geht und wo sie hinkommen, sollten sie vermittelt werden oder verschwinden. Nicholas Cromley schaut kurz zu Erica Exposition, die leicht mit den Augen rollt und sagt, ich kümmere mich. Das habe ich gesehen. Das solltest du auch sehen. Und sie verlässt den Raum. Ich werde nicht warm mit der, ne? Niklas sagt zu dir, gib Erica, sie braucht ein bisschen, um mit den Menschen warm zu werden. Und Tabaxis, sie funktionieren gesellschaftlich ein wenig anders als wir. Das muss man halt auch berücksichtigen. Mhm. Vor dir auf den Tischen und in Kartons liegen unzählige Unterlagen, die aus dem Klippenhaus übrig geblieben sind. Und Nicholas Cromley wendet sich einer Akte zu und fragt dich, Physatra, hast du dir das schon mal angeguckt? Es ist eine Aufstellung der Vermittlungen an die Casalante-Familie. Und Nicholas sagt, die Casalantes tauchen immer wieder in allen Unterlagen auf. Ich weiß, es waren doch auch große Geldgeber von... Hatten die nicht diese große Statue in der Mitte vom Innenhof? Ja, das ist richtig, aber das ist unüblich. Das ist sehr unüblich für eine adelige Waterdeeper-Familie, dass sie so involviert sind. Ja, ich bin schockiert, dass Menschen mit viel Geld eventuell korrupt sein könnten. Okay, rede doch bitte weiter, Niki. Was ist denn dein Nein, Verdacht? Es ist natürlich kann man die einfache Annahme nehmen, dass einfach jeder Adlige korrupt ist. Das habe ich nicht gesagt. Deswegen ist ja auch unser ganzes System mit unseren 12 verdeckten Fürsten auch vollkommener Quatsch. Das ist ja auch nur die meine Arbeitsstelle bezahlen. Und wieder unser System funktioniert. Ja. Aber was ist denn, was ist dein Verdacht? Ist dir schon irgendwas an der Akte aufgefallen? Wir haben durch einige Quellen erfahren, dass die Casalante ebenfalls Beziehungen zum schwarzen Netzwerk unterhalten. Hochgradig inoffiziell. Und versuchen auch die Gefahr, dass ich mich wiederhole, ich bin schockiert. Es tut mir leid, das Thema ist mir echt wichtig. Das liegt mir am Herzen und du weißt das. Mich stresst das. Ich möchte einfach gerne, dass wir da zu irgendeinem Ziel kommen. Nicholas Cromley kriegt einen ernsten Blick, kommt einen Schritt näher zu dir. Physatra, ich verspreche dir, wir werden dort zu einem Ergebnis kommen. Danke. Und du wirst aus der Konzentration gerissen von den Worten von Erica Exposition. Physatra? Physatra? Ja? Physatra, die Stimme scheint aber zu hallen und irgendwie aus den Wänden zu kommen. Und du blinzelst und machst deine Augen im Waterdeeper Krankenhaus auf, wo ein Bett neben dir mit einem eingegipsten Arm Erica Exposition liegt. Physatra, bist du jetzt wach? Ey, das Physatra? Ist so gegen mich. Erica! Wo sind wir? Ja. Sehr gut. Physatra, ich muss dich darüber informieren. Du wurdest verletzt, ähnlich wie ich, bei einem Anschlag, der die ganze Stadt erschüttert hat. Und du befindest dich im Waterdeeper Krankenhaus. Wie geht's den anderen? Wie ist irgendwer verletzt? Wie lange liege ich hier schon? Wie lange habe ich denn gepennt? Nun, am Vorabend ist bei euch in der Trollschädelgasse, wie überall in der Stadt, eine Bombe explodiert und es hat dich wohl etwas härter erwischt. Also den anderen geht's gut? Ich bin Nicholas, die Einzige im Krankenhaus aus der Trollschädelgasse. Nicholas hat soweit nichts dazu gesagt. Er war vorher hier und wollte warten, aber ich habe ihn weggeschickt. Er hatte Besseres zu tun. Ach, ja. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend gut, vielen Dank. Wie schön. Okay, ist hier irgendein Arzt? Wie lange muss ich hier liegen? Was ist jetzt, wie geht's hier jetzt weiter? Was ist der Plan? Ich kann jetzt nicht hier liegen, während die Stadt hochgebombt wurde. Während ihr sprecht, kommt ein Tiefling rein. Etwas kleiner als normale Tieflinge, so über 1,75. Mit blasslilaner Haut. Und einem Kittel.
Nun gut, wen haben wir denn hier? Oh, schön zu sehen, dass sie wieder wach sind. Er kommt direkt zu dir hin und leuchtet dir mit einem kleinen leuchtenden Kristall in die Augen. Scheinen sich soweit gut zu fühlen. Ja, soweit schon, nur ein bisschen Kopfschmerzen. Gut, er nimmt eine Akte von deinem Bett, trägt irgendwas ein und sagt, gut, solange sie, sie können mal gerne probieren aufzustehen. Das soll jetzt nicht unhöflich klingen, aber wenn sie sich gut fühlen und gehen können, dann bräuchten wir wohl das Bett. Ja, natürlich. Und ich stütze mich auf und versuche mich aufzurichten, ohne irgendwie dabei auffällig zu wackeln oder Schmerzen zu zeigen oder weiß ich nicht was. Mach mir bitte mal einen Konstitutionsrettungswurf. Wo ist das nochmal? Ganz oben links auf deinem Character Sheet. Ach da. Mhm. Du stützt dich vom Bett ab, rutscht leicht mit der Hand ab und knallst so kurz gegen die Wand, aber alles gut, du stehst. Ich stehe, das ist alles gut, es war ein Versehen. Der Tiefling-Arzt, sind Sie sich sicher, dass Sie schon gehen können? Ja, ich glaube, ich brauche nur einen guten Kaffee, aber den haben wir, den kriege ich zu Hause. Na dann. Kann ich vielleicht irgendwie, habe ich meinen Walkie-Talkie dabei? Habe ich, oder haben das die anderen noch? Oh, ihr seid doch ganz toll. Gut, kann ich vielleicht von Ihnen aus irgendwen anrufen? Oder Erika, kannst du mir hier irgendeine Eskorte hinschicken? Ich müsste mal dringend nach Hause. Nun, Physatra, wie du vielleicht mitbekommen hast und wie ich gerade schon erzählt habe, sind in der ganzen Stadt Bomben hochgegangen und wir sind leider ein wenig ausgelastet. Vielleicht nimm doch einfach den Anlass, um ein bisschen spazieren zu gehen. Und wenn du schon eh auf dem Weg bist, richte doch bitte Adrien schöne Grüße aus. Ja, das werde ich ganz sicher. Und, ja, wie weit ist denn das so vom Krankenhaus bis in die Treuschädelgasse? Eine gute Stunde. Ja, okay, gut. Also du kannst auch den öffentlichen Personennahverkehr nehmen. Damit würdest du halt schneller da sein. Fährt der? Oder hänge ich dann irgendwo aus Versehen, weil umgeleitet? Ja, es gibt deutliche Verzögerungen im Ablaufprozess. Ich laufe. Nee, das mache ich nicht. Ich laufe. Personennahverkehr. Aber immer so in Wandnähe. So, dass eine Hand immer eine Wand berühren kann, um irgendwie so on track zu bleiben. Und du machst dich, versuchst von Wand zu Wand, brauchst ein bisschen länger, aber du machst dich auf dem Weg in die Trollschädelgasse zu eurer Kneipe. Währenddessen in der Trollschädelgasse der Rest der Gruppe. Es ist früh am Morgen. Machen alle nacheinander so langsam die Augen auf. Haben Blume und der Kater bei mir gepennt? Ja. Dein Labrador Blume und dein Kater haben bei dir gepennt. Snake heißt er. Kater heißt er. Der Kater heißt Kater. Oh, ich habe super geschlafen. Ich gehe rüber zu Juris Zimmer, ich klopfe mal an. Ja, herein. Ist der Oni des Nachts wieder losgezogen oder hat Adrien diese Nacht zu Hause verbracht? Der Oni kann nachts wieder losgezogen. Also dein Verbrecher-alter Ego kann losgezogen sein in der Nacht. Mach mir doch bitte mal einen Stealth-Wurf. Das ist eine 3. Ich folge dir. Bevor ihr alle schlafen gegangen seid, habt ihr aus Adriens Zimmer hartes Gerümpel gehört. Und die Worte von Emis, wo ist denn die Scheißmaske jetzt hin? Und noch den Satz mit, wer hat meine ganze rote Körperfarbe aufgebraucht?
Und eine kurze Zeit später, wie er aus dem Fenster aus der ersten Etage springt und unten auf dem harten Asphalt aufschlägt und schreit und laut Scheiße schreit. das habt ihr alle mitbekommen in der Nacht. Was möchte Adrien als der Oni nachts in Waterdeep gemacht haben? Der Oni hätte sich gerne ein paar Niedere vom Schwarzen Netzwerk gesucht. Und ja. Sie als Kollegen angesprochen, weil ich denke mal, der Oni hat ja einige Sachen aufgeschnappt von anderen, also bösen Sachen. Und will mal gucken, ob die untere Schicht des Schwarzen Netzwerks glaubt, dass der Oni wirklich einer, also so ein, also irgendjemand ist, wie das KSK oder sowas. Dass man sagt, es gibt den Oni, aber der ist nicht offiziell, aber der muss ja für uns sein. Mach mir bitte mal einen Investigation-Wurf. 17. 17. Adrien ist nicht sehr raffiniert an diese ganze Veranstaltung angegangen. Du hast ungefähr von Hörensagen, wo sind ungefähr Verstecke oder wo es dir denken kannst, wo zwielichtige Ecken sind. Und dann hast du einfach angefangen, wahllos Menschen zu verprügeln und Häuser anzuzünden. Du weißt allerdings, dass verschiedenste Operationsbasen im Partydistrikt in Waterdeep sind, wo das Schwarze Netzwerk unter anderem ein bisschen Dragon Dust vertickt. Und dort könntest du zumindest mal gucken gehen, ob sich diese Basen halt immer noch aktuell sind, weil die Lage hat sich nach deinem Verständnis halt auch ein wenig geändert, nachdem der Anschlag auf die ganze Stadt verübt worden ist. Das würde ich gerne machen. Okay. Du tauchst in der Nacht in den Partydistrikt von Waterdeep ein. Er ist deutlich leerer als in den Monaten vorher. Es gibt immer noch einige Menschen, die nicht wirklich Feier gehen. Viele gehen halt einfach nur saufen. Und das Klientel ist schlagartig zwielichtiger geworden, weil die ganzen normalen Touristen und Menschen, die abends feiern gehen möchten, sich nicht mehr im Partydistrikt aufhalten. Es ist auf der Hauptstraße einige zwielichtige Menschen, Halbelfen, Halborks, die da rumlaufen, ein paar Halblinge und die eine oder andere ältere Dame, die mit ihrem Kuchenwägelchen durch die Gegend fährt. Was möchtest du da machen? Ich würde mich einfach, ich würde in den Schatten bleiben und mich umschauen, ich weiß jetzt ja, wo die alten Stützpunkte waren, ob die da immer noch sind, ob die immer noch besetzt sind. Du klapperst ein paar ab, du siehst aber in der Nähe von einem alten Stützpunkt, also der alte Stützpunkt, das ist eine Souterrain-Wohnung, die keine Türen und Fenster mehr hat, die aber von außen leer erscheint. Aber umherum an der nächsten Ecke siehst du zwei Kapuzen da stehen. Halt die übliche Kleidung des Schwarzen Netzwerks, ein längerer Mantel mit einer Kapuze, die gerade einem Halbling einen Beutel Dragon Dust in die Hand drücken. Ein paar Meter von dir entfernt. Sie sehen dich nicht, weil du dich halt immer noch in Seitenstraßen und in dunklen Ecken aufhältst. Aber du siehst, wie gerade ein Dragon Dust Deal über die Bühne geht. Gut, ich mache nichts, weil ich bin ja der Oni vom Schwarzen Netzwerk, nicht der Oni gegen das Schwarze Netzwerk. Und würde dann nach meiner Tour durch die Dingsgasse wieder zurück nach Hause gehen. Schleichen. So. Alles klar. Ja. Und es ist der nächste Morgen. Darf ich noch eine Sache machen? Es tut mir leid. Ich würde gerne, der Oni hat so knallrote Javelins, die sind auch rot angemalt. Die Infos, die Adrien halt hat, Adrien ist Linkshänder, der schreibt das mit der rechten Hand, machen an so einen Javelin-Pin und dann halt in die, weil die Tür ist ja immer noch im Arsch, einfach in die Theke werfen,
dass die Information quasi vom Oni dann da landen und nicht, dass Atrin die auf einmal hat. Okay. Alles klar, das kannst du machen. Ja, ihr wacht am nächsten Morgen auf. Ich klopfe bei Juri an. Herein! Hi. Ich habe gesehen, du hast jetzt einen Hund. Ja. Jeder, der um deine Füße herum schlawenzelt, der Labrador und schnüffel. Ja, ich raste mal kurz aus, weil ich eine Niedlichkeitsattacke wegen dieses Hundes habe und knuddel den einfach und bin sehr froh, mal meinen ganzen Stress und meinen Frust losgeworden zu sein und meiner Gruppe auch alles gesagt zu haben. Ich fühle mich jetzt so richtig frei, weil ich alles so erstmal geschafft habe, was es zu schaffen gab. Und kuschel einfach mit diesem Hund. Schön, dass du wieder da bist, Jelani. Jelani, mach mir bitte mal einen Wurf auf Animal Handling. Oh Gott. Ich verliere deinen Finger. Nein, nicht bei Blume. Blume ist lieb. Fünf. Bisschen, ist ein bisschen zu ruppig für Blume. Deswegen sie geht wieder mal weg. Den Kater würde ich nicht unbedingt anfassen. Der hat seine Launen. Ich guck mir den Kater an. Der Kater glotzt zurück. Als ob das sein Zimmer wäre. Ah, oh, nee. Er ist ein kleiner König. Dreht sich um und streckt dir seinen Arsch hin. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber... Ja, dann mag er mich wohl heimlich. Tja, ja. Und dann gehe ich wieder. Ich mache für alle so ein kleines Frühstück fertig. Du kommst nach unten, die Tür, die Eingangstür von eurer Kneipe ist halt immer noch halb weggebombt. Und in der Theke unten steckt ein großer roter Javelin mit einer Nachricht dran. Okay, ich lese die. Was steht auf der Nachricht, Adrian? Man hat eine Karte von der Straße. Da steht Partydistrikt und da sind mehrere Gebäude mit Beschreibung angekreuzt, wo steht Schwarzer Netzwerk Unterschlupf. Jelani, du hast gehört, wie Adrian gestern Nacht aus dem Fenster gefallen ist und es ist seine Handschrift. Ich habe extra mit nichts geschrieben. Ja, ich alle, weiß ja. Alle haben mitbekommen, dass Zeichen darunter, dass du gestern eine Maske gesucht hast und rote Körperfarbe. Ja, gut. Ich leg den erstmal auf den Tisch und mach mal das Frühstück und guck mal, dass ich alles so ein bisschen aufräume, bis die anderen kommen. Also ich geh auch runter und koche Kaffee. Wow. Während du in die Küche gehst, kommen Lucy und Holger durch das Loch in der Wand, die eure Eingangstür ist. Und Lucy sagt sofort, nein, ich kann euch doch helfen, dafür sind wir doch da. Und watschelt in die Küche und Holger hinterher. Der kurz guckt und dann sich wieder auf den Weg zurückmacht. Holger sagt, guten Morgen. Und sagt, ich glaube, ich werde mich heute mal ein wenig um das Loch in der Wand kümmern. Das wäre fantastisch, vielen Dank. Ich stehe mittlerweile auf der Treppe. Brauchst du dabei Hilfe, Holger? Naja, Adrien, Türen bauen ist wie Bier zapfen. Glaubst du, du könntest mir da helfen? Ich könnte zumindest schleppen. Deal. Und er ruft dich ran. Ja, ich würde dem morgen würde ich ihm dann helfen, bis Fisat drauf wieder da ist, weil wir warten ja auf sie. Gunnar, was machst du? Gunnar wird erst wach, als er den lieblichen Duft seines Lieblingsfrühstücks und des Kaffees in seiner Nase verspürt und kommt dann feenhaft die Treppe runtergeflogen. Mit den Worten, scheiße, hab ich einen Schädel, als ob ich gestern gesoffen hätte. Und setz mich an die Theke in der Hoffnung, dass ich bald was zu essen bekomme. Mit einem freundlichen Hallo. Stunde ist da. Ja, in dem morgendlichen Trubel seht ihr an die Hauswand gelehnt und sich immer weiter fortbewegend und die Hauswand mit der Hand nicht verlassend, steht Physatra in dem Eingangsloch. Oh. Ich würde Physatra nehmen, so, und dann einfach ganz behutsam reintragen und an die Theke setzen. Oh, hallo Physatra, ich schiebe mir direkt was zu essen vor die Nase.
Willst du einen Kaffee? Willst du einen Tee? Willst du Wasser? Oh, willst du eine Milch? Nein, ich möchte bitte einen Kaffee. Honig? Ich möchte Kaffee, ich möchte so unbedingt Kaffee. Den richtig stark aromatischen oder den... Gib mir das Stärkste, was du hast. Gib mir den Stoff. Adrin, ich soll dich grüßen. Von wem? Von Erika. Erika, geht's gut? Ja, sie hatte irgendeinen Körperteil in Gips, glaube ich. Aber ich glaube, es war nicht so schlimm. Okay. Ja, super. Ja, das beruhigt mich. Adrin schaut derweil irgendwo auf dem Kopf, ob er eine Narbe sieht. Sag mal, wurdest du genäht? Du wurdest genäht am Kopf. Das habe ich vergessen zu fragen. Siehst du eine Narbe? Wahrscheinlich sehe ich eine Narbe, ne? Ja, du siehst eine Narbe. Kann ich sehen, wie viele, how many stitches? 6. 6 Stück, fieser Trau. Wie cool. Aber ja, und jetzt, wo ich an meinem Hinterkopf fühle... wo ich an meinem Hinterkopf fühle, merke ich, da fehlen ein paar Haare. Eventuell. Halber Schädel wegrasiert. Fällt mir aber jetzt erst auf. Steht dir aber, wie gesagt. Oh, ja. Ja. Danke. Ja. Sehr punkig. Fisatra den frisch duftenden, vorzüglichen Kaffee. Danke. Ich werfe dem Hund ein bisschen was Leckeres dahin, damit ich mich bei dem einschleimen kann. Ganz kurz, und ich drehe mich kurz zu Jelani und sage: Jelani, es ist schön, dass du wieder da bist. Danke. Ich bin froh, dass du wieder da bist, und ich werde dir noch erzählen, was passiert ist, okay? Ich wollte gerade sagen, freue dich nicht zu früh. Wenn wir alle zusammen jetzt haben wir ja zwei Punkte, über die wir uns kümmern können. Entweder wir helfen Fisatra bei ihrer Rache, Jelani meine ich, das tut mir leid. Ich habe gestern auch einen auf den Kopf gekriegt und irgendwie schlafe ich in letzter Zeit wenig. Ich bin Insomniac. Ich werfe Adrien einen sowas von allwissenden Blick zu. Ihr weiß Fisatra das? Die war ja, Ich hab dir schon mehrfach gesagt, dass du mich nicht zwingen sollst, Informationen an Niki weitergeben zu müssen. Ja, sorry, das stimmt, das war Fisatra. Und Fisatra hat im SWAT Course Intelligence Service in deren Hauptquartier aufgeschnappt, dass es deutlich mehr Tumulte im Untergrund gibt und dass ein roter Tiefling sein Unwesen treibt und auch eine Dunkelelfin bei einigen Tatorten gesehen worden ist. In Zusammenhang auch mit Morden von hochrangigen Politikern. Eine Dunkelelfin, dessen Beschreibung sehr hart nach Jelani aussieht. Shit, okay. Katze auch unten, weil ich mag Katze mehr als Blume. Tut mir leid. Bin wahrscheinlich ein Spatz anzubieten. Einen Spatz habe ich auch befreundet. Ja, aber ich mag Katze am meisten. Katze ist meinem Wesen ähnlicher, glaube ich. Wollen wir jetzt erst Jelani dabei helfen, Rache zu nehmen, oder wollen wir uns um das schwarze Netzwerk kümmern? Das sind die beiden Punkte, die so ein bisschen auf der Agenda stehen, ihr Lieben. Dem Zustand der Stadt nach zu urteilen, würde ich erstmal mich um das schwarze Netzwerk kümmern, beziehungsweise, you know. Aber wir wollten Fisatra, wir wollten bei dir ein paar Unterlagen verstehen, was uns nicht gelungen ist in deinem Zimmer. Ihr wart in meinem Zimmer. Nein. Was habt ihr angefasst? Hat alles angefasst. Wer hat was angefasst? Ich war gar nicht im Zimmer drin. Okay, Moment. Wer habt ihr irgendeinen Zettel? Habt ihr irgendeinen Zettel an eine andere Stelle gelegt? Seid ihr euch sicher? Ihr sagt es mir besser jetzt, weil ich werde es sofort sehen, wenn ich durch die Tür gehe. Ja, dann brauchst du ja nicht zu fragen, wenn es weiß. Also. Mach mir bitte alle, die im Zimmer waren, mach mir bitte einen Sleight-of-Hand-Check. Oh. Wie wir alle wissen, ist Gunnar sehr gut da drin. Ah, nein. Oh, 6. Eine 10. Juri, du bist richtig wild in Fisatras Zimmer. Du bist da reingekommen und hast einfach Zettel über deinen Kopf geschmissen, weil du was gesucht hast. Ich merke alles an seinem Platz. Alles an seinem Platz. Ich schwöre dir. Ich merke, und wenn wie mein Pult steigt. Ich werde richtig nervös und ich fange an, mir wirklich die Haut um die Nägel wegzureißen, weil ich krieg Plack. Ich muss Sandra nach oben. Halt die Hände fest. Wie, Sandra, willst du noch einen Kaffee? Ja, genau. Gib mir noch einen Kaffee, wo sie sich aufregt. Doch einen Kaffee. Du hast diesen einen Kaffee.
diesen, der so, wo, ich muss in mein Zimmer und ich gehe nach oben. Was, dein Zimmer... Mann, ich gehe hinter ihr her, weil ich ihr sowieso ja noch meine Geschichte kurz erzählen muss. Dein Zimmer sah nie ordentlich aus. Das war immer wie von einem Wahnsinnigen mit Blättern an der Wand, Haufen von Papier. Ordnung! Meine! Es war deine Ordnung. Und für dich, du machst dieses Zimmer auf und als ob jemand einfach die Aktenschränke da reingekotzt hätte. Es ist ein Albtraum, ein fürchterlicher Albtraum. Ich brauche eine Tüte. Ich hyperventiliere, Leute. Ich kann das nicht. Wisst ihr, wie viele Stunden Arbeit da drin hängen? Ich packe Pisatra an den Schultern und zwinge sie, mich anzugucken und lächle wieder auf diese ganz charmante Art und Weise, die sie ihnen hilft gerade nicht. Die hilft. Das können wir gerne testen, ob das hilft. Ich habe das perfektioniert. Jelani, mach mir doch mal bitte einen Persuasion-Wurf. Eine 2. Okay, es ist egal. Ich brauche definitiv all meine Unterlagen über die Casalantes-Familie. Dabei könnt ihr mir doch helfen. Das kriegen wir ja wohl hin, oder? Wie? Ich gehe nicht noch mal in... Ich war nie in dem Zimmer, aber ich gehe nicht rein. Okay, dann machen wir es so. Ich suche die Unterlagen und du guckst sie durch. Jelani. Juri und Jelani. Ich bin da. Nein. Ich mach Kaffee für alle. Ich mach Kaffee. Und ich gehe ganz schnell runter und weiche jemals um. Ich mach Kaffee. Okay. Ich helf dir. Okay. Dennis, wie schnell finde ich denn Unterlagen von dem Casalantes? Nee, da Juri einiges durcheinander geworfen hat und Gunnar nicht so viel, aber auch so mal so einen Stapel von links nach rechts bewegt hast, sind sie für dich wie unsichtbar. Also du musst dein ganzes Ordnungssystem musst du nochmal revidieren. Das wird ein bisschen dauern. Okay. Ich biete dir meine Hilfe an, okay? Und dann erzähle okay, ich dir, und warum ich weg war. Ich versuche dir mein Ordnungssystem zu erklären. Du kannst mich auch einfach durch die Gegend schicken. Das geht vielleicht schneller. Dann helf ich Holger weiter bei der Tür, wenn das eh dauert. Das wird ein paar Stunden dauern und ihr könnt, Atrin kann Holger bei der Tür helfen. Es ist immer noch die Stimmung in der Stadt, wie ihr sie auch mitbekommen habt, es ist immer noch vorsichtig. Die meisten Menschen bleiben zu Hause, sie trauen sich noch nicht raus. Es sind vermehrte Patrouillen der Miliz. Mehrere Wagen fahren durch die Gegend. Vor allem halt durch euren Bezirk, durch den Nordbezirk, wo es halt die gehobene Mittelschicht wohnt. Und ihr auch mitbekommt, dass im Bezirk nebenan, dass da die Sicherheitsvorkehrungen auf 12 geschraubt worden sind. Also der Seebezirk, wo die Adligen leben, da ist schon fast Panik angesagt. Das ist ein 12 für eine Zahl. Juri? Bis 100, oder? Von 10. Ah, okay. Danke. Juri ist ja mit mir unten, ne? Ja. Juri, sag mal, wenn wir das schwarze Netzwerk kontaktieren müssen, ne? Ich weiß, wir sind nicht in den besten Terms mit denen auseinandergegangen. Aber weißt du, was Sibyl und Wiley gerade machen? Also Sibyl scheint wohl schon wieder mehr drin zu sein in dem ganzen Scheiß. Und Wiley kam vor kurzem, vor 2 Monaten oder so, ich weiß gar nicht mehr wann, hatte sich irgendwie in einem Gebüsch versteckt und hatte mir davon berichtet und ist wohl irgendwie auch auf der Flucht vor dem schwarzen Netzwerk. Aber das ist doch gut für uns, weil wir könnten ihm ja unsere Hilfe anbieten und eine Hand wäscht die andere. Ja. Hast du aber dann müssen wir ihn halt erstmal finden, ne? Ja, aber könntest du deinen kleinen Spatz nicht fragen, mal eine kleine Runde zu drehen und zu gucken, ob... Ja, das ist voll die gute Idee, Atrin. Und ich gehe zum Fenster und... Biete den Vögeln einfach Katzenfutter... biete den Vögeln einfach Vogelfutter an. Dass wir sie füttern über den Winter und dafür sind sie unsere kleinen Spione. Atrin, das mache ich eh. Ich fütter doch eh alle... Ich habe größere Hände als du, da fällt viel mehr aus dem Fenster. Ich frag sie einfach mal. Ganz freundlich. Und ich gehe zum
Ich gehe aus der noch nicht reparierten Tür raus und habe so ein bisschen Vogelfutter in meinen Taschen und pfeife so ein bisschen. Genau so. Und hoffe, dass mein Spatz kommt. Du siehst ein bisschen die Straße runter, deine Katze, die mit einem kleinen Haufen Federn spielt. Dennis! Dennis, du bist so ein Arsch. Ich hasse dich. Nein! Ich bringe die Katze um! Die spielt nur damit, du hast doch noch nicht mal angeguckt, was sie da macht. Okay, ich gehe hin und guck mir das an. Ist das mein toter Spatz? Wie deine Katze, ne, keinen, aber einen sehr gerupften Spatzen, den sie von links nach rechts und immer versucht, immer runterzieht und ein bisschen ärgert und langsam anfängt anzugucken, als ob es eine leckere Mahlzeit wäre. Ich greife den Kater von, ist das mein roter Kater? Das ist dein roter Kater, ja. Okay, ich greife ihn im Genick und ziehe ihn hoch und du lässt diesen Spatz in Ruhe. Wir hatten das schon 10.000 Mal. Aber ich hatte Hunger. Nein, du kriegst genug zu essen und jetzt geh, husch. Ich werf ihn so weg. Now! Die Katze fliegt. Nun, dann gehe ich halt woanders hin. Adieu, ja. Juri, adieu. Adieu. Ich werde diesen Haushalt, diesen lieblosen Haushalt bei dir verlassen und nie wieder zurückkommen. Das hast du nur Nein. davon. Ja, ich mochte das die Scheißeinstellung von dieser Katze. Ich sage nur Katzenmilch. Wie oft? 2-mal am Tag. Ich glaube, mein Schmerz lässt sich lindern durch eine gute Katzenmilch. Urina, gut. Adrien ruft den Kater zu sich. Weil was Adrien immer gerne macht, ist, er hat ja damals Ratten geopfert, um mit seiner Mama zu kommunizieren. Und jetzt nagelt er die Ratten am Schwanz fest, dass die nicht mehr weglaufen können. Und dann ruft er den Kater, dass er damit spielen kann. Ich glaube, der Kater und Adrien sind einfach auf einer Wellenlänge. Ja, für Satra und der Kater auch. Ich habe in meinem Zimmer ganz viele Katzensticks versteckt. Die hätte Juri gefunden, wäre so länger. Ich befreie die Ratten. Ja, ich kümmere mich dann mal um meinen Spatz. So, der Spatz ist da und flattert ein bisschen zerrupft. In deiner Hand. Ist er verletzt? Nee, er ist einfach nur zerrupft. Oh, zerrupft, okay. Ich streiche ihm das Gefieder wieder glatt und frag ihn, hey, ist alles in Ordnung? Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Ja, gut, war auch eher eine rhetorische Frage. Okay, aha, du, aha. Ne, was? Eine rhetorische Frage? Ich wäre fast ein Snack geworden. Weiß, ich versuche es zu regeln. Irgendwie hört niemand auf mich. Juri, ich dachte, wir hätten einen Deal. Dieses ekelhafte, rote Monster will mich nicht mehr fressen. Das war die Grundbedingung unserer Freundschaft. Ich arbeite dran. Es tut mir leid. Arbeite schneller! Ja. Vogelfutter? Okay. Und pickt in dem Vogelfutter. Fantastisch. Hör mal, ich habe eine Bitte, eine Frage, einen Auftrag. James Bond und so. Und zwar... ist egal. Jetzt habe ich den Auftrag vergessen. Ich glaube... Hä? Adrien, nach was sollte ich nochmal suchen? Wir suchen Sybil. Nee, Wiley. Wen suchen wir? Wiley. Wir suchen Wiley. Ich habe vergessen, welcher wer ist. Also den Wiley. Ja. Danke. Okay. Du hast da was von dem Busch erzählt, ein böse und lieb und. Genau, das Gebüsch. also, wir suchen Wiley. Ist dir Wiley schon Wo mal erzählst begegnet? Erzählst du das? Hören wir das? Sind Jelani und ich in meinem Zimmer? Jelani und Fisatra, du bist noch in deinem Zimmer. Juri ist vor der Tür auf der Trollschädelgasse und spricht dort mit dem Spatz. Okay. Sie konnte halt, und Adrien ist an der Tür und werkelt mit Holger. Okay, nee, ich wollte nur wissen, ob ich das Gespräch mitkriege. Nein. Okay. Wiley, kennst du Wiley? Na klar, diese eine Wiley? Ja?
Nee, kenne ich nicht! Hätte ja sein können, dass du... Okay, vergiss es. Wie sieht Wiley nochmal aus, Dennis? Wiley ist ein pickeliger Halbling. Kurze, blonde Haare. Starke Akne. Hat... Auch die letzte Mal, wie du ihn gesehen hast, die einfachen Klamotten angehabt, eher dunkel gehalten in Brauntönen, die Kapuze vom schwarzen Netzwerk. Und lass ich mal kurz gucken. Ja, kurze Haare, gelbe Augen und ein recht quadratisches Gesicht. Das beschreibe ich dem kleinen Spatzen. Und es wäre extrem cool, wir suchen diesen Kerl, und es wäre extrem cool, wenn du ein wenig Ausschau nach ihm halten könntest. Und wenn er dir begegnet, sag uns gerne sofort Bescheid. Alles klar. Mach mir bitte mal einen Animal Handling Wurf. Sieh. Das ist eine 17. Mhm. Der Spatz wird ein bisschen brauchen, weil er nicht weiß, wo er anfangen soll zu suchen. Er fliegt los. Und du kannst jetzt in bestimmten Zeitpunkten mal so Animal Handling Checks machen, um zu gucken, wie sein Fortschritt ist. Ja. Das mache ich einfach selbstständig dann. So Punkte, wenn du halt denkst, es ist wieder ordentlich Zeit vergangen und du fragst dich, wo Wiley sein könnte, kannst du mal einen Animal Handling Check machen und dann... Okay, cool. Was möchte der Rest von euch tun? Wie komme ich voran in meinem Zimmer? Du hast Unterlagen, also es sind ein paar Stunden vergangen. Die Tür, das Loch in der Wand ist wieder zu einem Türrahmen geworden. Recht einfach, aber behelfsmäßig. Es ist nichts los im Alarm, was Kundschaft angeht. Und Physatra und Yelane haben die entsprechenden Unterlagen über die Kassalante aus deinem Zimmer rausgeholt. Kopien, die auch von Unterlagen, die auch beim Sword Coast Intelligence Service sind, plus ein paar eigene Ermittlungen von vorheriger Zeit oder akut die letzten 3 Monaten gemacht hast. Okay. Wenn ich das hier richtig verstehe, deutet das ja wirklich alles auf das schwarze Netzwerk hin. Alles. Ja, aber was sollen wir mit der Information anfangen? Wir können ja nicht bei denen reinspazieren und sagen, jo, hi. Mitglied beim Schwarzen Netzwerk. Nein, aber vorhin lag unten ein Zettel auf dem Tisch. Vielleicht könnten wir einige ihrer Unterschlupfgeschichten ausschalten. Komm, wir gehen zu den anderen. Ja. Und wir gehen runter mit den Unterlagen. Sind alle da? Ihr seid alle unten versammelt im Schankraum. Also, Physatra und ich haben in ihren Unterlagen im Grunde nur das festgehalten, was wir uns schon gedacht haben. Das schwarze Netzwerk hat hier überall seine Finger im Spiel. Ihr wisst nicht genau, wie das schwarze Netzwerk involviert ist. Ihr wisst nur, dass es beteiligt ist. Ja, in irgendeiner Art und Weise. Beteiligt ist. Okay. Hinweise deuten immer mal wieder auf dieses Netzwerk hin. Ich habe dem Cirque de Beaufort mitgeteilt, was wir wissen. Und wenn die irgendwas wissen, werde ich das auch erfahren. Ich habe meinen Spatzen beauftragt. Der sucht jetzt gerade mal nach Wiley. Und ich weiß nicht, falls wir ihm dann mal begegnen, kriegen wir vielleicht noch ein paar Infos. Meinst du, wir kriegen noch irgendein Tier mobilisiert? Ich deute auf den Zettel, der da auf dem Tisch liegt. Was ist das denn da, Yelani? Das ist ein Schreiben von dir. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du einfach die Wahrheit sagst, denn dein Leben ist in Gefahr. Ich kann doch gar nicht. Und da werde ich kein Geheimnis drumherum machen. Ich kann doch gar nicht schreiben, Yelani. Was ist denn das schon wieder? Das ist mir richtig peinlich. Der Cirque du Beaufort ist auch hinter dir her. Ja, der Cirque de Fondue ist mir scheißegal. Juri, kann ich noch einen Kaffee haben? Aber sicherlich, wer möchte noch einen Kaffee? Isatra, ich dachte, du hast... Stimmung aufzulockern? Ich nehme 2. Okay, gut. Ihr wisst jetzt also alle... Ich mach Kaffee. Stimmung auflockern. Also ich weiß nicht, ob ich einfach so hart einen auf den Schädel bekommen habe, dass ich seit einem Tag oder 2 irgendwie halluziniere, aber irgendwie ist das hier alles im falschen Film. Kommt hier... Der ein, ja, ohne, also jetzt mal, ne?
Butter bei die Fische, irgendwie Wily suchen. Was wollen wir mit diesem Arschkeks? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich kurz davor, den Meter kürzer zu stampfen. Ja, aber schwarze Netzwerk, wenn ich die irgendwie sehe, das Einzige, was ich mache, ist die definitiv einen Meter in den Boden stampfen. Spatzen losschicken, um Menschen zu finden. Wir haben ultimative Rechte von unserem Freund Niki bekommen. Wir sind hier keine Ahnung, wir können machen, was wir wollen. Apropos Niki. Passierschein für alles. Wo ist mein Walkie-Talkie? Einer von euch hat das Walkie-Talkie. Muss hier irgendwo liegen. Wie, das muss hier irgendwo liegen? Ich hab damit Hilfe gerufen, damit er dich abholt. Mehr weiß ich nicht. Moment, ich hab damit als letztes Irgendjemand hat uns doch repariert. Ich mach den Back of Holding auf und kam ewig lange Back of Holding. Hol kurz eine unfassbar verschimmelte Traumpastete raus, das war's nicht. Meinen kleinen, meine Holzmünze, die ich mal geschützt habe, die war's auch nicht. Eine rote, da ist das. Genau, du ziehst da so halb deine Oni-Maske raus und steckst sie wieder zurück. Ja, klebt da zufällig noch ein bisschen rote Körperfarbe dran an dem Walkie-Talkie. Na gut, nee. Danke. Ich habe es abgewischt, provisorisch. Okay, also nochmal zurück zu Gunnars Punkt, weil er hat absolut recht. Wir haben ziemlich krasse Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Und in der Theorie, aber die sind doch gerade ziemlich ausgedünnt. Wir könnten ja trotzdem mal fragen. Und vielleicht ist das ja auch eine Chance, Erica wiederzusehen. Ja, aber nur zu Wiley. Ich habe mir da was gedacht, als Juri mir erzählt hat, dass der auf der Flucht ist. Und der schwarze Pfeil, den Blume jetzt letztens reingeschleppt hat, der kam mir doch sehr verdächtig vor, weil wir haben auch schon mal einen schwarzen Pfeil bekommen, als es hieß, dass nach mir und Juri gesucht wird. Und wenn derselbe Dude vom schwarzen Netzwerk, wo ich die Theorie habe, dass er im Nebel, in dem Rauchschwaden da stand, neben Tasch, doch nach ihm sucht und wir ihn brauchen, weil einer von denen hat das Auge geklaut, diesen Stein, den wir brauchen, dann könnten wir Wily als Köder nehmen, um ihn anzulocken. Das ist doch mal, das sind Informationen und Rückschlüsse, die kann ich absolut verstehen und nachvollziehen. Es sei denn, diese Pfeile sind einfach nur Standardpfeile, die von. Ich hol die beiden schwarzen Pfeile aus dem Back of Holding raus. Was? Also beide? Ich geb dir mit den Pfeilen. Beide behalten, ja. Natürlich, der Schmesser alles. Ich locke den Hund wieder an. Die beiden Pfeile sind identisch. Ja, also man könnte fast sagen, das sind Halbling-Javelins. Also ich gebe dir absolut recht, Adrien, aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch die Casalantes-Familie ein bisschen bestatten und uns mal genau angucken, was sie gerade so für ihr Undingen ist. Also ich gebe dir recht, Fisatra, aber wenn wir jetzt zu den Casalantes gehen, all ganz blazen und du weißt, ich bin einer, entweder draufhauen oder draufhauen. Ich glaube, da kommen wir nicht so weit, wie wenn wir uns die Leute vornehmen, wo die... Weil die Casalantes haben auch noch Macht und da kann uns auch der Swordcast Intelligence Service nicht retten, wenn wir ein Kreuz auf dem Rücken haben von der Miliz. Aber wenn wir ein paar schwarze Netzwerksleute abschlachten. Ich habe mal kurze Frage, Anmerkung, vielleicht funktioniert es. Wir haben doch in der Straße so einen Schmied, Gerberer, irgendwie sowas, also wir waren Handwerker. Wenn diese Pfeile doch irgendwie so ein bisschen was Besonderes sind, vielleicht mit den Pfeilen mal rübergehen und ihn fragen, ob er vielleicht erkennt, wer die gefertigt hat. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Was Besonderes ist, vielleicht finden wir heraus, woher die Pfeile kommen und können dann darüber versuchen, jemanden zu finden. Ja. Das ist eine gute Idee. Und ich meine, bei Schwertern und so und Rüstung funktioniert es bei Pfeilen vielleicht auch, keine Ahnung. Irgendeiner muss die Spitzen ja geschmiedet haben. Zum Beispiel. Wollten die hier nicht so eine Art Lazarett aufbauen? Ja, eine Zentrale, aber schon vor Ort wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich meine, wir können mal Niki anfunken. Ist ja erst der nächste Tag. Okay, wer geht rüber? Mit den Pfeilen? Ja, das machen ja dann wohl Gunnar und ich. Okay. Und ihr könnt ja nochmal gucken, was da jetzt auf dem Zettel steht, weil da habe ich noch nicht gelesen. Ich kann ja gar nicht lesen. Was gelernt? Ich schüttel nur noch den Kopf, langsam nervt er mich. Alles klar, also Gunnar und Adrien gehen die Trollschädelgasse hinunter und ihr kennt den Laden, ihr seid schon öfters dran vorbeigekommen, Dampf und Stahl, eine Schmiede direkt in eurer Nähe, wird betrieben von einem netten Ehepaar, einem Wasser- und einem Feuergenasi.
Der Feuergenasi heißt Emri und der Wassergenase heißt Avi. Ihr habt euch schon im Laufe der Zeit, auch im Sommer, wie mal ein bisschen gesprochen, weil ihr ab und zu musstet ihr mal zum Schmied. Und ihr kennt euch. Okay, ich klopfe ganz freudig. Avi, Emri, seid ihr gerade da? Habt ihr gerade eine Minute für uns? Die Tür macht auf und der Feuergenasi steckt seinen Kopf aus der Tür raus. Atrin, wir haben eigentlich gerade gar nicht offen. Was gibt's denn? Wir haben eine kleine Frage, und zwar hat jetzt letztens jemand einen Pfeil bei uns in die Bude geschossen, also jetzt kurz hier nach. Mhm. Und wir fragen uns, was die Message dahinter ist, und ihr seid ja Konnoisseure der Rüst- und Waffenschmiederei. Hör doch, Atrin, hör auf. Hör auf. Was habe ich dir? Hör auf. Die Wahrheit muss man verkraften. Ah, oh, jetzt hör auf. Avi, er macht's schon wieder. Und du hast im Hintergrund, ist das Atrin? Komm, mach dann, hol sie doch rein. Mach die Tür auf und ihr kommt in den Innenraum, in den Verkaufsraum der Schmiede. Danke, dass ihr uns empfangt. Und zwar haben wir uns gefragt, ich hole den einen Pfeil aus der Dings, ob ihr wisst, wer solche Pfeile herstellt. Beide nehmen sich einen Pfeil und gucken ihn ganz genau an. Avi sagt, naja, zumindest ist er nicht von uns. Schlampige Arbeit. Ein bisschen grob. Als ob das einer für sich selber angefertigt hätte. Aber er war es bestimmt kein Schmied. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder Emri? Also das Müll. Also klar, der Pfeil, wenn er trifft, dann tut er weh. Aber im Großen und Ganzen würde ich so einen Quatsch nicht verkaufen. Das hilft uns schon sehr weiter, weil da wissen wir, dass das jemand ist, der in seiner Freizeit nicht mit dem Messer umgehen kann, nicht wahr? Ja, genau. Aber ich meine, wenn solche Pfeile nicht verkauft werden, wahrscheinlich, dann muss es irgendjemand sein, der in einem merkwürdigen Untergrund für sich selbst... Naja, Emri, der Feuergenasi, sagt zu dir, naja, also dass die Pfeile... Versteh mich da nicht falsch. Die Pfeile fliegen wahrscheinlich geradeaus und werden auch töten, wenn sie treffen. Aber besonders kunstvoll sind sie nicht gemacht. Das ist jetzt eine Frage. Ich weiß, die Chance ist relativ klein, dass ihr das wisst. Aber ich denke mir, wenn jemand das weiß, dann ihr. Könntet ihr anhand der Pfeile ungefähr abschätzen, was das für ein Holz ist? Und vielleicht wisst ihr ja, wo man diese Art Holz findet. An den Materialien ist nichts Besonderes. Das Einzige, was besonders ist, ist die Größe. Für so einen Pfeil, um ihn richtig schießen zu können, das müssen schon ein paar Pfund auf dem Bogen sein. Und die gucken sich beide kurz an. Also, selbst mit gutem Willen könnte ich so einen Bogen vielleicht bis zur Hälfte ziehen. Ja, Atrin, du würdest vielleicht ein bisschen weiterkommen, aber das muss eine ganz schöne Bestie sein, die solche Pfeile abschießen kann. War das nicht das eine Mal dieser merkwürdige Riesenorg? Ja, genau. Da sagst du was, Gunnar. Da sagst du was. Dieser vom war das vom schwarzen Netzwerk, dieser riesige, auf Steroiden herumlaufende, blutrünstige Ork? Keine Ahnung, wie der hieß. Ja, doch. Lass uns mal Juri doch danach nochmal fragen, weil die müsste es ja wissen. Jetzt. Ihr habt uns sehr geholfen. Vielen, vielen, vielen Dank. Geht's euch denn gut? Habt ihr was abbekommen? Was sind denn meine Manieren? Alles gut, Atrin, alles gut. Wir haben bei euch gesehen, euch hat's einen neuen Eingang gesprengt. Ja. Aber wir wollten nicht renovieren. Er klopft auf Holz und sagt, naja, wollen wir mal hoffen, dass es die Tage ein bisschen ruhiger wird. Ja, auf jeden Fall. Wir ermitteln dann mal weiter, ne? Weil erst eine Sprengung, jetzt Pfeile in der Theke, das ist nicht gut fürs Geschäft. Legt euch nicht wieder mit den Falschen an. Kann ich dir nicht versprechen. Was hat der Rest zwischendurch gemacht? Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe meine für mich absolut logische Fadennotizwand angestarrt. Mach mir bitte einen Investigation-Check. Eine 11.
Ich will einen neuen Computer. Es ist schwierig, Zusammenhänge da zu finden. Es sind eine Fülle an Informationen, die an einer Wand hängt. Verschiedene Akteure in einem größeren Konstrukt aus Verwebungen und Heimtücke, Verrat, Kriminalität und merkwürdige kausale Zusammenhänge, die du rausgezogen hast. Es gibt da unten immer der Changeling. Was hat der Changeling damit zu tun? Und dann auch noch ein paar Sachen von, ist der Changeling aus dem klaffenden Pötz der Evening Swan? Warum gibt es keine Einbrüche mehr? Warum wurde bei den Castellantes nie eingebrochen? Und das versuchst du halt so zusammenzukriegen und im Großen und Ganzen keine neuen Informationen, die da rauskommen für dich. Es fehlt halt noch so eine so ein roter Faden. So der Anfang ist irgendwie da, aber das muss halt noch von einem Punkt zu Punkt kommen, dann würde sich alles verbinden. Okay, Jelani? Ja? Kannst... Ich gehe ja zu ihr. Ich starre sie an. Ich gucke wieder auf diesen Haufen. Dann starre ich meine Wand an. Dann starre ich wieder sie an. Und dann sage ich ihr, wirst du daraus schlau? Aus deinen Notizen? Ja. Ich habe ja schon vorgedacht. Und vielleicht kannst du ja jetzt weiterdenken. Ja, klar. Guck ich einfach mal und ich starre. Mach mir bitte mal einen Investigation-Wurf mit Nachteil. Mann. Wie bitte? Ich habe schon gut vorgedacht. Okay, eine Net 20, 24. Das wäre sehr schön gewesen. Aber ich nehme dann die 16. Obwohl, warte, du kannst, vorgedacht heißt, du kannst Jelani auch helfen. Ja, dann wäre es nämlich wieder ein normaler Wurf. Dann kannst du die 24 nehmen, die Net 20. Yes! Oh, mit Net 20, alles klar. Ich starre also mit meinem gewissen Blitzen in den Augen, weil Jelani halt einfach so ist. Du gehst die einzelnen Punkte durch von diesem wild zusammengewürfelten Haufen an Informationen und denkst dir halt, ja natürlich, es ist doch einleuchtend. Wo sind die Kinder hin? Es gibt so ein paar Papiere woanders hin. Ja. Du siehst halt auch die Unterlagen, die Abrechnungsliste aus dem Klippenhaus, wo überall Geld hinging und wo über Geld zurückgekommen ist. Die Vermittlungen an die Castellante und es fragt sich immer, und du fragst dich, wo sind die Kinder hin? Danach hat nie wieder irgendeiner was von ihnen gehört. Die ganzen Kinder, die an die Castellante vermittelt worden sind, sind alle nicht mehr aufgetaucht. Und es hat keinen interessiert. Wo sind sie hin? Und dann die Frage ist, wofür brauchen sie sie? Und du hast den Raum im Keller des Klippenhauses gesehen mit dem Opferaltar und den Runen und das, was du herausgefunden hast, dass es irgendwas damit zu tun hat, Seelen zu extrahieren. Und du denkst, aber was haben die Castellantes damit zu tun? Aber wenn die Kinder halt verschwinden, versuchen sie das Gleiche wie im Klippenhaus. Aber wo bringen sie dann, aber wo sind die Kinder hin? Was machen sie damit? Das ist die Frage. Also Moment mal, darauf bin ich nicht gekommen, wo die Kinder sind, nachdem ich Niki monatelang auf den Piss gegangen bin, dass wir uns um die Kinder kümmern müssen? Ja, die Kinder, die bei den Casalantes. Die davon dann vermittelt worden sind. Das habe ich nicht überprüft. Du hast nur an die gedacht, die anderen waren die. Du weißt so, Physatra, guck dir das an. Alle Kinder, die bei den Casalantes waren, sind wie vom Erdboden verschwunden. Also sie tauchen einfach nirgendwo mehr auf. Was ist, wenn die wirklich was mit den Seelen... Was machen die mit den Seelen? Und ich schiebe das so zurecht, dass sie auch die ganzen Fragen im Kopf hat. Du weißt von deiner Zeit bei der Deeper, dass du ein paar Stories über die Castellantes gemacht hast, unter anderem auch über eine abgesagte Hochzeit des Sohnes, der danach aus der Öffentlichkeit vollkommen verschwunden ist.
Vielleicht sollten wir mal die Ex-Verlobte suchen. Vielleicht weiß die irgendwas. Das ist eine gute Idee. Der Sohn wollte damals heiraten und aus einem unerfindlichen Grund ist diese Ehe nicht zustande gekommen. Ich musste damals in diesem Klatschblatt darüber schreiben. Vielleicht sollten wir die ausfindig machen. Vielleicht weiß die irgendwas. Die muss doch mitgekriegt haben, dass die Familie permanent Kinder aufgenommen hat. Gunnar und Atrin sind mittlerweile wieder in eurer Kneipe angekommen. Also wir haben das ganze Gespräch jetzt leider nicht mitbekommen. Okay, dann lass uns mal runtergehen und mit den anderen darüber quatschen. Hat der Spatz sich schon gemeldet? Ich gucke gerade mal. 20 Dirty. 20 Dirty. Der Spatz ist noch nicht lange unterwegs. Er ist noch am Kreisen. Also, der Spatz hat sich noch nicht gemeldet, aber ich glaube, Jelani und Physatra haben was herausgefunden. Ja, mir ist mit Physatra zusammen was aufgefallen. Alle Kinder, die bei den Katalantis gelandet sind, sind verschwunden. Und da wir wissen, dass hier mit Kinderseelen irgendwie irgendwas getrieben wird, sollten wir der Spur nachgehen. Und mir ist eingefallen, dass nach der nicht stattgefundenen Eheschließung, wie auch immer, dass wir vielleicht die Ex-Verlobte auf noch mitgekriegt haben, was mit diesen Kindern passiert ist. Das ist eine sehr gute Idee. Die werde ich auftreiben. Sind das Kinder, die, von denen ihr durch die Bücher wisst, dass sie bei den Casalantes gelandet sind, oder habt ihr da auch irgendwie andere Beweise für? Naja, ich war ja hier in, ich glaube, Dörte Bratschs Büro und habe da Aufzeichnungen gefunden und die haben immer, glaube ich, erst junge Mädchen, also die hatten so ein Schema auch, wie sie die Kinder dann da rausgeholt haben. Das ich damals rausgefunden. Ja? Die Frage, also was ich mich gerade frage, ist, ich meine, die Casalantes sind ja unfassbar reich und auch Geldgeber da in diesem Klippenhaus gewesen. Ja. Haben die Kinder wirklich zu sich genommen oder sind die Kinder, die dort als an die Casalantes vermittelt wurden, also die dann als Deals vermerkt wurden, nicht einfach unten in diesem Ritualraum gelandet? Ob die da direkt gelandet sind, das... Sind die wirklich... Ja, aber das müssen wir ja jetzt rausfinden. Also das habt ihr in den letzten 3 Monaten nicht herausgefunden. Der Obermacker. Also, ich hatte andere Dinge zu tun. Ich meinte viel Sachen. Aber ist in Ordnung. Was hast du gemacht? Vielleicht wart ihr auch mit was anderem. Können wir nicht mal einmal kurz Niki anrufen? Ich würde gerne meinen Walkie-Talkie nehmen und Niklas anrufen und ihn... Als du gerade ein Walkie-Talkie in die Hand nimmst, klopft es bei euch an der Tür. Herein? Das ist Fügung. Ich will, wer das ist. Und vor euch steht ein Mann, braune Haare, Kragen nach oben geklappt und eine dunkle Sonnenbrille, die er abnimmt. Und ihr schaut in das Gesicht von Rainer Neverember. Hallöchen, mein guter Kriegers. Hallo. Ich nehme das mit der Fügung zurück. Geht ab. Bier, Rainer? Was ist danke, nein. Kann ich kurz reinkommen? Ja, natürlich. Ich glaube, es ist jetzt Zeit für eine kurze Pause. Wir sind in 7 Minuten oder eher wieder bei euch. Bis gleich. Gleich. Herzlich willkommen zurück nach dieser kurzen Pause. Hi. Es ist... Vor der Pause ist ein alter Bekannter unserer Abenteurer in ihre Kneipe marschiert, Rainer Neverember. Der Gegenstand ihres ersten Auftrags von Volo Geddam, ihn zu befreien. Und jener solcher ist gerade bei euch in die Kneipe reinspaziert, hat einen aufgestellten Kragen und eine Sonnenbrille und setzt sich sofort bei euch hin. Machen wir bitte alle mal einen Insight-Wurf. Insight. Boah, geil. Natural 20 minus 1. 22! Zählt das trotzdem als Crit? Natural 20 minus 1? Ja, Natural 20 ist immer kritisch. Ihr seht Gunnar, Physatra, ersten Blick, dieser Mann hat nicht geschlafen.
Er wirkt eine 19. Er wirkt fürchterlich paranoid. Er schaut sich die ganze Zeit um und kriegt gerade eben so einen geraden Satz raus. Ich hatte gestern Abend einen Freund losgeschickt, der euch eine Nachricht bringen sollte und aufgrund der Ereignisse glaube ich, dass er nicht bei euch angekommen ist. Rainer, ich nehme Rainers Hand in meine Hände und sage, den Brief haben wir gekriegt. Kurz nach den Anschlägen, dein Freund hat es nicht geschafft. Aber nicht die Anschläge haben ihn getötet, sondern 5 mysteriöse Figuren, die ich nur für einen Augenblick gesehen habe. Und der Stein, von dem du sprichst, war nicht mehr dabei. Er packt dich. Ihr habt ihn nicht? Nein. Ihr habt den Stein nicht? Nein. Aber er steht auf unserer To-Do-Liste recht weit oben, ihn bald wiederzufinden. Okay. Rainer zieht sich die Jacke aus, er schwitzt. Rainer, fürs Gut. nächste Mal, wenn du uns was Wichtiges geben möchtest, dann schick doch jemanden, der uns sagt, wir sollen bei dir vorbeikommen und dann holen wir das Ding ab, anstatt eine Person loszuschicken. Ich dachte, es wäre der diskreteste Weg, irgendwas zu sagen. Ich hab ziemlich verkackt. Ich hab hart verkackt. Ich gehe erstmal los und mache einen Beruhigungstee für ihn. Schnaps wäre vielleicht besser. Du riechst auch, als hättest du lange nicht geschlafen. Würdest du dich hier sicher fühlen? Wir haben bestimmt noch ein Zimmer frei. Sicher ist ein Gefühl, was ich mir gerade in diesem Moment nicht leisten kann. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ich habe mit, Volo kann ich damit nicht belasten. Fluen, der ist nach außerhalb gefahren, raus aus Waterdeep. Und ihr seid gerade irgendwie die einzigen, die ich halt kenne und wo ich halt sagen würde, ich kann euch vertrauen. Ja, auf jeden Fall. Du kannst uns hundertprozentig vertrauen. Wir sind für dich da. 90%. Du kannst so lange hier bleiben, wie es für dich gut ist. Okay, ja. Ich werde nicht lange hier, aber im Großen und Ganzen, okay. es ist, und er winkt euch zu sich heran. Ja, bitte. Es ist alles wahr. Was ist wahr? Es gibt der Schatz. Es gibt den Schatz. Aber woher weißt du das? Ich meine, die Gerüchte kursieren ja schon lange, so ist es nicht. Es ist der Stein. Es ist der Stein. Der Stein kann euch. Er sagt euch, wo er ist. Ja, das so. Mein Vater haben wir schon recht. Verstanden, ja. Aber woher hast du den Stein überhaupt? Er lag schon seit Ewigkeiten bei mir rum. Mein Vater hat ihn mir gegeben und gesagt, er wäre irgendwie wichtig. Und ich habe gesagt, ja, gut, dann hebe ich ihn halt auf. Und dann habe ich mich halt einfach Ewigkeiten nicht damit beschäftigt. Ja gut, ich meine, so ein Stein, der wichtig sein soll, den kann man auch schon mal als Briefbeschwerer benutzen. Ne? Gunnar, also, er hat mit mir gesprochen. Der Stein hat mit mir gesprochen. Wann? Und was? Wie? Wenn du jetzt sagst, schon vor 10 Jahren oder so, ne? Dann jetzt mal im Ernst. Was hat der Stein dir gesagt? Genau, was? Das wann, ist, wie, dass wo? Er die Tür zu einer Kammer öffnet, wo mein Vater einen riesigen Haufen Gold versteckt hat. Und hat er zufällig gesagt, wo diese Tür ist? So weit kamen wir noch nicht. Oh, dann ging dieses Gespräch. Oder hat der Stein irgendwie nur begrenzte Kapazitäten? Wir hatten ein paar gute Sätze. Ich weiß halt auch nicht, wie ich mit Problemen umgehe. Ich wollte damit irgendwie nichts zu tun haben mit den Sachen meines Vaters. Und ich dachte, ihr könntet mir helfen, weil das. Aber wenn der Stein doch jetzt weg ist, ist doch alles gut. Dann ist das Problem für dich doch gelöst. Ja. Es ist nicht mehr dein Problem. Nun, ist es in dem Sinne mein Problem, dass liegen die schwarzen Pfeile noch bei euch irgendwo auf dem Tisch?
Nee, die sind wieder im Back of Holding. Mhm. Es ist so, dass ich relativ viel Besuch bekomme von Menschen einer bestimmten Verbrecherorganisation, die darauf wahrscheinlich, die darauf bestehen, dass ich weiß, wo es ist und ich was habe. Und ich dachte mir, wenn ich nicht mehr, also wenn ich nichts mehr habe, was ihnen helfen könnte, würden sie mich in Ruhe lassen. Das ist aber nicht der Fall. Renner, da habe ich eine wunderbare Idee. Sag mir das Wort Köder etwas. Adrien, ich brauche ein bisschen Kontext. Ja, wenn, du. Also die Leute besuchen dich. Ja? In regelmäßigen Abständen, sagst du. Da kommt jemand vorbei, der was von dir möchte. Nun, also, es kommen, also persönlich noch nicht. Ich hatte den Kopf einer meiner Pferde unten in meinem Flur liegen. Das ist, glaube ich, ein Zeichen. Mehrere Briefe, Drohungen. Es steckten ab und zu mehrere Pfeile in meiner Haustür. Hier? Weißt du, von wem die sind? Nein! Juri, okay. Von wem sind die Pfeile? Du müsstest das wissen, du hast für die Leute gearbeitet. Ich kram in meinem endlosen Gehirnzellen. Darf ich einen History-Check machen? Mach mir einen History-Check. (lacht) 19. Du kannst dich an einen der Führungsriege des schwarzen Netzwerks erinnern. Die sind noch nicht so lange in der Stadt, aber du schon eine Zeit lang, dass du ein wenig von ihrer Führungsstruktur kennengelernt hast. Und es gibt einen, den nennen sie den Jäger. Er kümmert sich meistens um. Er kümmert sich meistens um die entlaufenden Schafe, indem er sie mit Pfeilen an Wände oder Boden pinnt. Nee. Jäger? Jäger? Einfach nur der Jäger? Also, wenn der Jäger. Wirklich mal irgendwas endgültig gelöst werden soll, schickt man den Jäger. Alles klar, Rainer. Ganz böser Typ. Also, Leute, für uns alle. Wir wissen alle, was Rainer drauf hat. Wir haben uns ja damals auf den Planken geprügelt. Du hast mich innerhalb von zwei Sachen auf die Matte gelegt. Und das schafft normalerweise nur Glühwein mit Schuss. Also, Rainer, folgendes. Wir stellen. Oh, okay. Wir stellen eine Falle auf, weil die haben jetzt den Stein. Wir mit dir zusammen gegen die. Tu mir einen Gefallen. Haben die den Stein? Ja, ich habe das gesehen. Die haben den Stein. Aber aber dann bräuchten sie Rainer ja nicht mehr. Doch, sonst würden nerven. Sie ihn jetzt. Nein, die müssten ihn noch irgendwo für brauchen, sonst würden sie ihn ja nicht noch belästigen. Rainer, tu mir einen Gefallen. Tritt auf die Straße und verkünde einfach einmal ganz laut, dass du bereit bist zu reden, aber nur hier in der Teutschelgasse in dieser Bar. Und dann kommst du wieder rein. Und dann warten wir einfach. Meinst du wirklich, dass hier Spione oder wie auch immer die sich schimpfen rumhängen? Ich glaube ja. Das Netzwerk ist so groß. Ja, da stimme ich Adrien zu. Und dann haben wir einen vom schwarzen Netzwerk. Und dann haben wir den, dann können wir ihn auch zu den Casalantos befragen. Ihr seht, ihr hört im Hintergrund draußen, hält ein Wagen an. Das ging ja schnell. Könnte aber auch der Sword Course Intelligence Service sein. Und Niklas Comley kommt durch euren Türrahmen. Da ist sie, die Fügung. Ein bisschen spät, wa? Langsam wird's hier voll. Aber Nick, es ist gut, dass du da bist. Wir können jedes Schwert gebrauchen, was wir kriegen können. Ich wollte eigentlich nur vorbeigucken und sehen, wie es hier so geht. Rainer, Niklas, Rainer. Wie es jemandem so geht? Wie Satra geht's gut. Danke der Nachfrage. Es ist ein strafender Blick an Gunnar und Juri. Was denn? Ich glaube, wir können. Niklas sagt, ich glaube, wir können anfangen, unsere vorgeschobene Operationsbasis hier einzurichten. Ja, endlich. Könnt ihr das auch übermorgen machen? Was ist mit unserem Plan? Weil ich weiß nicht. Genau, könnt ihr das übermorgen machen? Nun, Adrien, so. Es drängt ein wenig.
Ja, aber wir haben ja, aber nein, nein, Moment mal kurz. Also die Kneipe gegenüber ist komplett unbeschädigt. Wieso macht ihr es nicht da? Das ist viel, viel besser. Weil der Typ von gegenüber, dem kannst du keine 2 Meter über den Weg trauen. Ich meinte Niklas, mit seiner Bumskasernen-Dings da hier. Die Bumskasernen. Niklas, wie heißt das? Lazarett-Ding. Also ich meine, sie saß am Bildungsbahn. Ich hatte gerade massive Wortfindungsstörung. Schön, die Bumskaserne ist euer Codename, ihr habt jetzt ein Mittel. Schön. Pizatra, hast du deine Medikamente genommen? Ich bin auf den Kopf gefallen. Ich habe 6 Stiche, Mann. Ja. Also so. 6? Hat Adrin gezählt. Niklas guckt ein bisschen irritiert in die Runde und sagt, naja gut, also es hat sich jetzt gestern Abend irgendwie anders angehört, dass wir hier zusammen anfangen können zu arbeiten. Ja, aber wenn unsere... Niki, wir haben einen Plan. Wir ermitteln ja auch gerade, also das Schwarze Netzwerk hat, wir haben ja alle Sachen gestern mitgegeben, die wir wissen, und jetzt wollen wir dem Schwarzen Netzwerk gerne eine Falle stellen. Aber das wollen wir wir wollen ein Heimspiel haben, deswegen wollen wir das hier in der Bar machen. Wenn der Sword Coast Intelligence Service hier ist, dann kommen die ganz sicherlich nicht. Ja, und außerdem würden wir gerne mehr über die Casalantes erfahren. Wir also rausgefunden haben. Hm? Niklas dreht sich um. Mr. Never Ember, schön, Sie kennenzulernen. Sie wissen schon, dass das ein sehr gefährliches Unterfangen ist, was hier vorgeschlagen wird. Ja, aber wir dürfen das doch, oder? So, dem Reinhardt's drauf, der kann dreimal Schnibbel die Schnapp machen. Atri, mach mir bitte mal einen Persuasion-Check mit Vorteil. Mit Vorteil? Der kann dreimal Schnibbel die Schnapp machen. Das ist eine 16. In der Bumskaserne. Rayna baut sich ein wenig auf und sagt, ich glaube, ich könnte zum Wohle aller und der Stadt den Köder spielen. Genau. Die Einstellung lobe ich mir. Respekt. Gut, Rayna geht auf die Stadt, auf die Straße. geht auf die Straße zu und euch, Niklas, euch immer noch in der Kneipe sagt, euch ist bewusst, dass das Schwarze Netzwerk keine Gefangenen macht. Das ist sehr, sehr gefährlich für ihn. Aber ist bewusst, dass wir das auch nicht tun? Eben. Also bis jetzt ist die Statistik eher auf unserer Seite, würde ich sagen. Ja. Was so Kill-Death-Ratio angeht. Rayna mitten auf der Straße angekommen. Mein Name ist Rayna Never Ember und ich erkläre mich bereit mit dem... Er guckt nochmal kurz durch den Türrahmen durch zu Atrin. Ich erkläre mich bereit, dem Schwarzen Netzwerk zu zeigen und zu sagen, was sie wollen. Hier in der Trollschädel. In diesem Moment, es rast eine Kutsche vorbei, die Tür springt auf und Rayna im letzten Satz wird in die Kutsche reingezogen. Niklas, hinterher! Ab in die Kutsche! Ich habe euch gesagt, dass das passieren wird. Und ich habe er euch gesagt, rennt raus und versucht, der Kutsche hinterher zu rennen. Ab in die Kutsche, rennt. Wir fahren hinterher. Wer von euch fährt? Ich! Er! Nein, es ist mit dem Führerschein! Ja, einer. Ihr springt in die Kutsche vom Sword Coast Intelligence Service und seht gerade hinten noch, wie die Kutsche, die Rayna eingesackt hat, mit Vollgas durch den Nordbezirk fährt. Alles klar. Ich schau dem Pferd auf den Arsch und sag, los geht's. Würfelt mir bitte alle Initiative. Ja, Mann. Verfolgungsjagd? Oh, scheiße. 16. Oh! Das ist eine 8. 11. Was ist jetzt los? Ist Initiative INT, ja, ne? Ja. Nee, Initiative ist Initiative. INT ist Intelligenz. Ja.
Initiative steht neben deiner neben der Armor Class. Unter Proficiency. Ja. Man merkt, ach, dass da, ey, das finde ich nie, ne? Das ist so. Naja, ist nicht schlimm, war eh nur eine 5. Dienstkaserne rumhängt, ne? Du hast ja auch eine starke Gehirnerschütterung von den vielen Besuchen in der Bumskaserne. Leider lustig. Leider lustig. Und es beginnt eine Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagd durch Waterdeep. Gunnar, du fährst. Rainer hat sich mit dir auf den Fahrersitz gesetzt. Nicholas Cromley hat sich mit dir auf den Fahrersitz gesetzt und ist unterstützend dein Beifahrer. Also das ist schon eine Bank. Das ist schon eine Bank, ja. Das ist schon eine Bank oben auf dieser Kutsche drauf. Du gibst dem Pferd die Zügel und die Kutsche rast hinterher. Ganz ehrlich, Niklas, ich habe das noch nie gemacht, aber das will ich immer mal machen. Und ich hoffe, du kannst fahren. Ja, ja. Aber das ist wahrscheinlich eine Sache, die wir nächste Woche herausfinden. Oh. Oder nach Weihnachten. Wir haben noch eine Folge von Waterdeep Dragon Heist in diesem Jahr, und zwar am 27. Dezember. Dort werden wir herausfinden, wie die Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd denn so vonstatten gehen kann. Bis dahin bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben, bei meinen fantastischen MitspielerInnen. Und ich sage bis zum 27. und frohe Feiertage. Frohe Feiertage, liebe. Frohe Feiertage euch allen. Tschüss. Weihnachten. Frohe Feiertage. Tschüss. Ja. Tschüss.